Herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich bin Liane und spiele mit euch heute Cloud Gardens von Noyo. Und ja, das Ganze ist sehr entspannend und unhektisch. Es geht darum, kleine Dioramen zu bepflanzen. Also diese kleinen Orte, die werden später ein bisschen größer als das hier. Das ist jetzt das allererste Level. Und ich bekomme zum Start hier so einen kleinen Samen und muss jetzt wählen, welche von den beiden Pflanzen ich nehme. Ich fange mal mit denen hier an und setze den, wie vom Spiel vorgeschlagen, hier drauf. Ich kann dieses Ding hier nach links und rechts bewegen, hoch und runter und mit dem Mausrad reinscrollen. Und ja, die Grafik ist sehr hübsch, low poly und sehr schön. Und genau. Ziel ist es im Prinzip, ich spiele den Kampagnenmodus, hier dieses grüne Ding voll zu kriegen. Sobald dieses, ich sag mal, pfeilähnliche Teil da ist, kann ich zum nächsten Level übergehen. Was ein bisschen sehr oldschool aussieht, ich zeige euch das mal, sind die Einstellungen. Das ist so, der Dialog ist irgendwie schräg. Und ja, Settings sind auch ein bisschen dünn. Ich würde mir wünschen, die Musik lauter und leiser machen zu können. Aber gut, ich kann hier, wenn ich schon ein bisschen gespielt habe, zu einer gewünschten Szene springen. In diesem Fall zur allerersten. Und ich kann alternativ einen Sandbox-Modus spielen, wo ich keine solche Vorgaben habe. Aber wir gehen uns einfach mal das nächste kleine Diorama angucken. So, hier wird langsam eingeführt, wie es funktioniert. Ich nehme jetzt wieder diesen ersten Samen und setze ihn mal hier auf dieses Schild. So, wenn die blühen, dann kann man die Blüten abpflücken. Das funktioniert jetzt hier noch nicht. Ich schaffe aber das Level auch ohne. Kann mir das hier angucken. Eine andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist mit der Leertaste kann ich einen Screenshot machen oder ein Filmchen aufzeichnen. Das hat ja den Vorteil, ich kann, wenn ich das mache, hier einmal das wachsen lassen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo die Filmchen landen. Also vermutlich ist es eher dafür gedacht, das abzuspielen und selber aufzunehmen. Vielleicht stoße ich irgendwann noch drauf, die Screenshots, die... Ja, ist so ein bisschen überflüssig, denn ich kann mit F12 ja auch einfach über... Steam einen Screenshot machen. Das Spiel gibt es aktuell für Windows. Ich spiele das hier gerade auch unter Windows, weil ich sicher gehen wollte, dass ich nicht irgendwelche wichtigen Funktionen übersehen habe oder irgendwas nicht funktioniert. Hier haben wir jetzt gleich zwei davon. Nehmen die gleich beide mal. So. Ich habe es auch schon unter Linux gespielt, funktioniert. Hatte bisher keine Probleme, nur das Record Movie, das sorgt zielsicher zum Absturz des Spiels. Also das würde ich unter Linux nicht empfehlen. Alles andere kann man problemlos machen. So. So von der Spielstimmung her hat es mich wirklich erinnert an Islanders. Auch Low-Poly-Grafik, wenn auch ganz anders. Aber wie gesagt, man hat Zeit, sich dem Ganzen in Ruhe zu widmen. Ich habe ursprünglich die ersten Male, als ich angefangen habe, es zu spielen, mich so ein bisschen hetzen lassen von diesem Ding hier unten. Und wenn man aber ein paar von diesen Dioramen gestaltet hat, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Man kriegt mehr Elemente im Laufe der Zeit und schaltet die dann auch für den Sandbox-Modus frei. Und ja, wenn man so ein bisschen raus hat, wie es funktioniert, dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Vielleicht auch ein bisschen auf die Gestaltung zu achten und nicht nur darauf, möglichst viel in diesem Rädchen hier zu erzeugen. Ein Haken ist, wenn ich jetzt hier, ich könnte jetzt dieses Schild hier draufsetzen, dann würde ich aber die Pflanze, die schon gewachsen ist, zerstören. Deswegen, ich kann das auch einfach mal hier hinten draufsetzen. Dann kriege ich noch ein neues Schild. Das könnte ich jetzt hier hinsetzen. Dann wächst die Pflanze immer noch mal ein bisschen weiter. So, mehr Elemente habe ich nicht. Also gehe ich zum nächsten. Wieder ein recht kleines. Hm.
Oh, da ist noch nicht viel passiert. Ich versuche das mal mit einem Schild zu beeinflussen. Schon besser. Das hat nicht funktioniert. Und es ist nicht weitergewachsen und ich habe auch keine Optionen mehr. Dann bleibt mir nichts anderes, als die Szene neu zu starten und es nochmal anders zu versuchen. Neuer Versuch. Diesmal setze ich die Pflanze mal in die Mitte. Was nicht funktioniert hat. Allerdings kommt der Samen dann wieder hier hoch. So. Schon besser. Im Idealfall überwuchert man natürlich diese Schilder, die man da hinsetzt, auch gleich wieder. Das klappt nicht in allen Fällen. Na, mal sehen, sieht gut aus, aber wird es reichen? Reicht. Sehr schön. Ziemlich groß wird es allmählich. Ich setze das mal hier oben hin. Im Moment sind meine Möglichkeiten noch ziemlich eingeschränkt. Ich habe diesen einen Samen. Ich habe immer nur ein so ein Element der Reihe nach und muss gucken, was ich damit schaffe. Und ich kann jetzt auch nicht mit verschiedenen Pflanzen experimentieren. Aber hier ist jetzt eine Blüte gewachsen. Die kann ich anklicken und sozusagen auf einen neuen Samen sparen. Und erst drehen, dann. Brauche noch mehr Blüten. Da ist noch eine. Ja, hat noch nicht ganz gereicht. Ist natürlich ein bisschen sinnfrei, eigentlich lauter gleiche Schilder nebeneinander zu setzen, aber darum geht es hier ja nicht. Dann. Das hat funktioniert. So. Jetzt habe ich einen neuen Samen. Hier kann ich wählen und mal eine andere Pflanze. Ach so, Moment. Die wächst hier, glaube ich, nicht so gut, aber. Ja. Versuch es trotzdem. Und wähle schon mal sicherheitshalber nochmal diese hier aus, weil das, glaube ich, auf Dauer nicht funktioniert. Hier könnte ich noch ein Schild hin machen. Sehr schön, eine große Blüte, die reicht für einen ganzen neuen Samen. Ich habe hier aber noch einen. Ich nehme erstmal den. So, drei Viertel ist geschafft. Nicht das Schild. Sehr gut. Hier ist noch mal eine und da ist noch mal eine. Also noch mehr als bei Islanders habe ich das Gefühl, bei Cloud Gardens kann man sich sehr verlieren. Da ist schnell eine halbe Stunde weg, ohne dass man so richtig die Zeit irgendwie mitgekriegt hat. Es liegt oft daran, weil man am Anfang versucht, erstmal rauszufinden, wie funktioniert das Spiel, was kann ich hier eigentlich machen. Dann kommen neue Elemente, da muss ich mir wieder überlegen, ah, was mache ich denn mit denen und... Ja, so geht die Zeit dahin. Und geschafft. Jetzt kann ich entweder weitermachen. Ich kann nichts von dem, was ich hier habe oder gesammelt habe, in das nächste Level mitnehmen. Das heißt, ich kann es genauso gut hier jetzt erstmal fertig machen. Oder, das heißt fertig machen, noch ein bisschen weiterspielen, solange ich noch Elemente habe. Und
In dem Fall muss ich auch nicht zwingend die Blüten abmachen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, ich mache hier so einen kleinen Film, der lässt mal das Wachstum in Ruhe ablaufen. Und dreht dabei einmal das Diorama. Gut. Dann werfen wir einen Blick auf das nächste. Props unlocked. So, jetzt habe ich im Sandbox-Modus diese drei neuen Teile zur Verfügung. Ich will aber lieber das nächste Level sehen. Hier gibt es jetzt eine Kiste. Und eine neue Pflanzenart. Die nehme ich gleich mal. Und, ja. Hier so. Sehr schön. Und ist schon fast komplett bewachsen. Und zack, fertig. Hier könnte ich jetzt wieder die Blüten wegmachen. Aber ich habe hier sowieso nicht so viel Platz. Also gehe ich gleich mal eins weiter. Und die Kiste unlocked. So, ein Auto. Schau mal ein bisschen rein, dass wir ein bisschen was sehen. Ja, wo setze ich dich jetzt hin? Probier mein Glück mal hier mit dem Zaun. Das Spiel hilft einem nicht dabei, zu erklären, wo die Dinge am besten wachsen. Das muss man selber ausprobieren. Es gibt so ein paar, die wachsen hier. Das wächst immer ganz gern an so Linien entlang, habe ich den Eindruck. Und diese großblättrige Pflanze wächst eher auf flachem Boden. Aber viel mehr kann ich euch dazu auch eigentlich nicht sagen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Berge von Reifen. Wir machen hier eine kleine Müllhalde. Man kann diese Dinger auch, wenn man lang genug spielt, auch sehr voll machen. Ist dann nicht so super schön, aber sehr zugewuchert. Und die ersten Blüten. Die brauche ich auch. Das reicht noch nicht ganz. Ah, ich könnte... Moment. Schilder sind ein bisschen besser. Ah, das ist kein Schild, das ich benutzen kann. Das ist da schon mit drin. Okay, dann muss ich hier nochmal. Ja, das reicht immer noch nicht. Eine noch. So, das ist diese großblättrige, die Monstera, die ich meinte. Und die wächst eher hier so auf dem Boden. Muss aber auch noch ein bisschen motiviert werden. Es hilft auch oft ein bisschen zu drehen. Aber wie gesagt, man kann eigentlich nichts falsch machen. Können wir die da hinten nochmal dazu zu blühen? Oh nein. Das ist immer nicht so gut. Hier habe ich noch eine Blüte. Das reicht aber natürlich nicht. Eine Blüte von der würde reichen. Ja. Wenn die Dinger abstürzen, dann tut dem Wachstum tatsächlich keinen Abbruch. Ist vielleicht ganz gut, das Ding nicht voll zu müllen. Hier haben wir jetzt schon den Weg zum nächsten Level freigeschaufelt, aber ich würde ja schon gern noch ein Pflänzchen mehr machen. Nee.
Ah. Jetzt geht hier was. So, ich nehme aber jetzt so eine vielleicht noch. Hier habe ich noch nicht rausgefunden, was ist dieses Glas füllt sich mit der Zeit. Aber da ich es noch nicht komplett gefüllt habe, kann ich euch nicht sagen, was dann passiert. Na komm, wir machen das aufs Auto drauf. So. Und noch ein paar Reifen. Ja, das wird eine große Müllhalde. Hier habe ich noch eine Blüte. Da hinten ist noch eine. Reicht immer noch nicht ganz. So, jetzt habe ich hier vorne eine Blüte und hier noch eine. Mal die. Jawohl, ich bleib bei der. Also hier finde ich, geht noch einiges an Wachstum. Vielleicht mal hier so hin. Okay, setzt an. Komme ich jetzt natürlich mit meinen Reifen nur so ein bisschen hin. Ich bräuchte Schilder. Aber Schilder gibt es gerade nicht. Hier ist nichts gerade. Oh nein! Das war jetzt natürlich ungünstig. Zum Glück ist das rausgefallen und ich kann es nochmal neu pflanzen. Hier unten ist noch eine. Dann nehmen wir doch nochmal das hier. Oh. Ab und zu schiebt noch was nach. Glaube aber. Hier müssen wir jetzt dann gleich mal aufgeben. Ja, mehr ist nicht zu holen. Aber es kann weitergehen. Nächstes Level. Ja, wieder ein paar Sachen unlocked für den Sandbox-Mode. So, hier haben wir so eine Art Autobahn. Bilderbrücke. Ja, nehmen wir doch gleich mal hier so. Na, jetzt. Und ein riesiges Schild. Gut, dass da noch keine Pflanzen dran sind. Okay, es hat weniger gebracht, als ich dachte. Nochmal ein riesiges Schild. Mal gucken, wo wir das das auf der Rückseite vielleicht noch unterbringen könnte. Das hat allerdings einen großen Effekt gezeigt. Die richtigen. Die wollte ich. So, das mal hier hin.
Da tut sich was. Ja. Ich hatte gehofft, dass beide noch mal ein bisschen wachsen, aber es ist noch mal so ein großes. Das setze ich mal hin, bevor hier alles zugewuchert ist. Sehr schön. Dann nehmen wir noch so einen und setzen den hier hin. Also es ist absolut entspannend, finde ich. Die Musik trägt natürlich einiges dazu bei, dass die Stimmung irgendwie relaxed ist und dass man überhaupt, es gibt keinen Timer, keinen Counter. Ich kann das drehen und wenden, solange ich lustig bin und es immer wieder neu starten. Also ist auf jeden Fall ein sehr entspanntes Spiel. Und wenn man zumindest ein bisschen diszipliniert ist und sagt, man spielt nur ein Level, dann dauert es auch nicht so lange. Dann wäre es auch eins von den Spielen, die sich für so am Feierabend kurz 10 Minuten spielen eignen. Ist mir allerdings noch nicht gelungen, nach 10 Minuten aufzuhören. Hier sind so ein paar. Dann nehmen wir nochmal so eine. Sehr gut. Das nächste Level ist auch schon gesichert. Aber ich glaube, hier geht noch ein bisschen was. Hier, die Rückseite ist noch komplett nackt eigentlich. Und man könnte auch noch versuchen, hier unten, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube, hier ist es tatsächlich so gedacht, dass man dieses Gerüst bepflanzt. Kann ich Schilder hier innen setzen? Ja, geht. Das reicht nicht ganz. Eins habe ich noch. Jawohl. So langsam sieht das auch okay aus. Dann kann ich doch mal ausprobieren, ob ich hier unten eigentlich auch... Nee. Hier könnte ich dann... Aber das hier soll ja eigentlich eher hängen. Finde ich. Sehr, sehr schön. Dann versuchen wir unser Glück mal hiermit. Nur um mal rauszufinden. Ich kann ja jetzt experimentieren, weil ich muss nichts mehr erreichen, aber wir können wissen, ob das auch hier unten rüber wächst. Nee, wächst nur nach oben. Das allerdings ganz gut. Schade ist nur, dass man die Blüten immer abmachen muss. Man möchte, dass es wirklich gut bewächst. So, halt. Man kann es nicht so ganz steuern, ob sie die Schilder überwuchern oder nicht. Mal gucken, ob es hier ein Limit gibt. Ich
kriege ich dieses Schild noch verdeckt? So habe ich mir das vorgestellt. So, was habe ich noch? Ich habe noch so ein Schild. Hat noch mal ein bisschen geschoben. Die Seite ist schon ganz gut zugewuchert. Hier habe ich noch so Lücken, würde ich sagen. Meine Maus hier. Sehr schön. Hier ist noch so eine Lücke. Jetzt wird es natürlich schwierig mit dem Setzen von Schildern, weil ich will die Sachen, die ich jetzt schon habe, ja nicht, nicht kaputt machen. Gleichzeitig will ich sie aber erreichen. Hier ist auch noch so eine große Lücke. Ich würde jetzt gern hier noch diese Seite begrünen oder aber auch oben. Ja. Ich habe keine Schilder mehr. Entscheide ich mich mal für hier oben. Ah, mir fehlt nur eine Blüte, um noch einen neuen Samen zu machen, aber der will im Moment zumindest nicht wachsen. Nee, dann ist es das. Drehen wir das nochmal rum. Und gehen zum nächsten Level. So, neue Schilder und dieses große Gerüst freigeschaltet. Und wieder ein sehr kleines. Das bietet sich hier natürlich an. Weiß nicht, wie es ist. Ich hatte beim ersten Start nur eine Pflanze zur Verfügung und die anderen kamen dann später dazu. Ich könnte mir also vorstellen, dass das vielleicht, dass ich jetzt mehr gehabt habe, weil ich schon gespielt hatte. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde die Grafik ziemlich gelungen. Sie sieht ein bisschen anders aus, als ich mir nach den Ankündigungen vorgestellt habe. Mir gefällt auch dieses Low-Poly ziemlich gut. Was mich ein bisschen stört, ist, sobald ich ein bisschen raus scrolle, dass es so neblig wird und ich die Farben erst richtig klar sehe, wenn ich näher rangehe, weil die würde ich gerne auch sehen, wenn ich das komplett eingeblendet habe. Aber davon abgesehen finde ich es ziemlich gelungen und die Atmosphäre ist schön und die Musik passt gut dazu. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch so die ein oder andere Stunde bei mir in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick gekriegt, wie dieses Spiel aussieht. Cloud Gardens heißt es. Ich habe es hier auf Steam. Ich weiß gerade nicht, ob es das nicht auch woanders gibt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Angezockt. Tschüss!